Ein Mensch kam und befahl: Werde Brücke! Volksgruppenangehörige wirken dabei oft als Brücke. Und das Wort Brücke möchte ich als Schlagwort nutzen, um jetzt zu Projekten der Schülerinnen und Schüler überzuleiten. Und ich darf die Schülerinnen und Schüler der HAKDAK und der HLW St. Peter bitten, uns mit einer Performance ihre Gedanken zum Thema Wirtschaft und Zweisprachigkeit näher zu bringen. Das wird eine Performance sein, von der Sie sich jetzt einmal bitte einfach überraschen lassen, und dann werden Sie hören, was die Schülerinnen und Schüler auch dazu zu sagen haben. Prišel je človek in zaukazal: Bodi most! In bil sem most. Na mojih železobetonskih rebrih so hodili ljudje in bogovi. In teptali moj krivi hrbet. Čas ho je počasi spodobaval moj vrednost. In jo nekega ni dokončno uničil. Moji napeti loki so se vzravnali in bil sem spet človek. Odtlej bežim pred ljudmi, ker se bojim, da mi bo spet kdo zaukazal: Bodi most! Die Brücke. Ein Mensch kam und befahl: Werde Brücke! Und ich war eine Brücke. Auf meinen Rippen aus Eisenbeton gingen Menschen und Götter und trampelten meinen krummen Rücken. Die Zeit aber untergrub schon langsam meine Festigkeit und hat sie eines Tages endgültig vernichtet. Meine gespannten Bögen richteten sich auf und ich war wieder ein Mensch. Mensch, 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 Mensch. Seither flüchte ich vor den Leuten, weil ich fürchte, dass mir wieder jemand befehlen wird: Werde Brücke. A man came and commanded. Be a bridge. A man came and commanded. I have been running away from people ever since. For fear that someone would again honor me to be a bridge. Zdaj vam bomo še predstavili en posnetek o dvojezičnosti v Celovcu. Jetzt stellen wir noch ein Video vor über Zweisprachigkeit in Klagenfurt. Kakosi. Alles gut, du dir? Meine Wem, ich mache mir Tschutek da, wo da noch ein Dog dann. Panege, spät! Wow, bei ihm bin ich zum ersten Mal positiv. We'll be right back.
Tu mám pána Grado za vajno, za mujanje. Prosim. To kdaj pa je naloga? Če hočete pozitivno, do jutri. Was? Ma, Sarah, wie sollen wir das denn schaffen? Lass mal schon Training verboten. Ha, Klaus, es interessiert mich. Wo spatsch od povedal Training? Sama ne bom schlass niemat. So. Okay, okay, ich will ja auch keinen Fall kassieren. Wort des Jahres. Man sieht schon wieder. Das Video nur mit zusammenschneiden. Was? Der ist jetzt schon abgesperrt? Ja, verpozna sva. Kot vedno. Kako bom pa zdaj dokončala na ein Video? Ich hab deine Idee. Komm mit. Sta končala ali bosta tudi tokrat zamudila? Samo pritisnite na play. Vielen herzlichen Dank an die Schülerinnen und Schüler der HLW St. Peter und der HAK TAK. Einerseits für die Performance, die wunderbare Umsetzung dieses Gedichts von André Cocotte, Die Brücke. Und andererseits darf ich
für das Video danken und wir bleiben bei diesem Medium, bei den Schülerinnen und Schülern des Stiftsgymnasiums St. Paul, die sich ebenfalls Gedanken zur Zweisprachigkeit und Wirtschaft gemacht haben und uns auch ein Video präsentieren. Und ich darf die Schülerinnen und Schüler jetzt zu mir bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, grüß Gott. Dobadan, mein Name ist Jakob Ukenig. Und ich bin Katharina Schuster. Gemeinsam besuchen wir die 6B-Klasse des Stiftsgymnasiums St. Paul in Lavantal. Doch warum stehen wir heute hier vor euch? Vor knapp 3 Wochen kamen unsere Professoren auf uns zu und übergaben uns die ehrenvolle Aufgabe, einen Beitrag zum Thema Brücken bauen, sichtbare Zweisprachigkeit in Kärnten zu kreieren. Gesagt, getan, und wir begannen sofort eifrig mehrere Stunden zu brainstormen. Kurzerhand entschieden wir uns für einen Kurzfilm, der auf der Brücke der Zweisprachigkeit basiert und unsere Sichtweise zu diesem Thema perfekt widerspiegeln würde. Denn dabei war es uns ein besonderes Anliegen, Bereiche der Zweisprachigkeit aufzuzeigen, die mit unserem persönlichen Alltag zu tun haben. Wir haben sofort begonnen, unsere Ideen, und glauben Sie mir, davon hatten wir wirklich genug, in ein Skript zu fassen und haben einen Film gedreht. Ob es uns gelungen ist, können Sie nur selbst beurteilen. Dankeschön. Audrey Watt-Essay, Bühne ab. Hallo. Hallo, Hans. Und, hab's schon gehört? Was gehört? Ja. Es. Um was geht's denn da? In der geht's um die Zweisprachigkeit. Der Großteil der Bevölkerung ist der Meinung, dass die Name wichtig ist. Dabei ist sie wichtiger denn je und muss unbedingt gefördert werden. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Wieso sollte mich das jetzt interessieren? Du weißt doch gar nicht, wie wichtig das alles ist. Zweisprachigkeit ist immer noch in vielen verschiedenen Bereichen vertreten, wie zum Beispiel in der Bildung. In Kärnten gibt es mehrere Schulen und Kindergärten, die die Mehrsprachigkeit fördern. Wir verfügen allein in Kärnten um die 30 zweisprachigen Kindergärten. Außerdem gibt es insgesamt über 50 Volksschulen und 15 Mittelschulen, die in mehreren Sprachen unterrichten. Auch in 3 höheren Schulen hat man die Möglichkeit, die Sprache Slowenisch zu vertiefen. Ja, aber die Bildung, die interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich. Ja, und wie schaut's mit Sport aus? Du fechtest doch. Auch im Sport gibt's immer wieder zweisprachige Vereine, die an den Kärntner Meisterschaften teilnehmen. Auch beim Skifahren organisiert der SC Betzen viele Wettbewerbe, wie zum Beispiel im Betzencup, der auch zweisprachig ist. Auch in den Kärntner Fußballligen existieren viele verschiedene zweisprachige Vereine, wie zum Beispiel der SVG Bleiburg und der SAK. Ja genau, aber nicht nur im Fußball, sondern auch beim Tennis, so wie bei mir, beim Tennisclub Gösselsdorf, gibt es auch immer wieder zweisprachige Turniere. Auch zum Beispiel im Basketball gibt es den Verein Kosz Celowetz, welcher schon seit langem Spitzenreiter im Basketball ist. Auch beim Rennradfahren ist man froh, wenn man nach einer langen Radtour nach Dravograd bei seiner Lieblingsbäckerei eine Cremeschnitte auf Deutsch bestellen kann. Schon seit mehreren Jahren nehmen Kämpfer vom Judo-Club Bleiburg an den Kärntner Meisterschaften teil. Sie sind oft zweisprachig. Ja, okay, Sport. Aber ist das wirklich alles? Ja, nicht nur. Es gibt ja zum Beispiel auch Kultur. Aber lange im kulturellen Bereich ist die Zweisprachigkeit oft aufzufinden. Zum Beispiel beim KIP Bleiburg oder bei Tanzfestivals. Ja, es gibt richtig viele Volksfeste, bei denen Bräuche oder Gerichte aus anderen Ländern mit österreichischen Bräuchen verbunden werden. Bei unseren Volksfesten findet man zum Beispiel oft Traditionen aus dem slowenischen Raum. Aber auch bei den Weihnachtsmärkten in Völkermarkt oder Villach wird die Zweisprachigkeit sehr gefördert. Bei beiden ist, wie du schon gesagt hast, nicht nur österreichische Bräuche, sondern auch slowenische Bräuche und slowenisches Essen wird angeboten. Also ich weiß, dass der Bleiburger Wiesenmarkt zweisprachig ist. Und der ist ja bald. Gehen wir da hin? Ja, sicher. Ja, Kultur okay, aber... Es ist ja nicht nur in der Kultur wichtig, auch in der Wirtschaft. Wir haben hier in Kärnten so tolle Verlage. Inwieweit spiegelt sich die Sprachenvielfalt im Angebot des Drava Verlages wider? Also der Drava Verlag wurde vor 60 Jahren gegründet und genau mit dieser Absicht ist die Sprachenvielfalt in Kärnten zu erhalten und eben die Literatur und die Kultur der Kärntner Slowenen festzuhalten.
Und wir haben sehr viele Bücher zum Verständnis der slowenischen Minderheiten. Wir haben sehr viele Bücher über die Geschichte der Partisanenkämpfe. Und ja, es ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, dass diese Zeit eben nicht in Vergessenheit geratet und die Kultur der Kärntner Sloweninnen und Slowenen aufrechterhalten bleibt. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung der Zweisprachigkeit in Kärnten? Also die Zweisprachigkeit in Kärnten ist ja immer ein sehr diffiziles Problem und ein großes Gesprächsthema. Aber ich glaube, eben gerade diese Zeit zeigt, dass die Zweisprachigkeit sehr wohl eine Zukunft hat. Richtung Hermagoras, wo die Schulen sind, wo so die ganze slowenische Community gemeinsam ist, sieht man immer sehr viele Jugendliche, die sich auf Slowenisch unterhalten. Auch wenn sie im Kaffeehaus sitzen, in ihren Klassenverbänden, sich auf Slowenisch unterhalten. Und das ist einfach schön anzusehen. Boah, okay, hätte ich nicht gedacht, aber was können wir tun? Naja, eigentlich sind wir die Brückenbauer und können die Zweisprachigkeit am Leben erhalten. Grenzen überwinden. Sprache kennt keine Grenzen, wenn wir bereit sind, Brücken zu bauen. Sprachen verbinden. Jede Sprache ist ein Stein im Fundament der Brücke, die uns vereint. Verbindung der Kulturen. Kulturen begegnen sich auf der Brücke des Verstehens und der Offenheit. Hand in Hand. Wenn wir Hand in Hand Brücken bauen, überwinden wir alle Sprachbarrieren. Harmonie in der Vielfalt. Wie viele Stimmen in einem Chor, so vereinen sich auch viele Sprachen auf der Brücke der Harmonie. Zusammen stark. Zusammenhalt bedeutet, Brücken zu bauen, die länger und stärker sind als die Mauern, die uns trennen. Brücke der Verständigung. Sprache ist die Brücke, die Menschen mit Kulturen verbindet. Gemeinsame Wege. Jede Sprache öffnet eine Tür. Gemeinsam bauen wir den Weg, der uns verbindet. Miteinander wachsen. Wie Brücken zwischen Ufern lassen uns Sprachen miteinander wachsen und stärker werden. Vielfalt als Stärke. In der Vielfalt liegt uns die Kraft. Gemeinsam bauen wir Brücken, die Welten verbinden.